gibt eine neue Folge von meiner Rubrik Gefühlschaos. Gefühlschaos, das ist, wenn man ganz viele Gefühle in sich hat und gar nicht weiß, woher die eigentlich kommen. Und in dieser Rubrik möchte ich von mir aus ein bisschen erzählen, wann ich traurig, glücklich, verzweifelt oder euphorisch bin. Und natürlich hoffe ich, dass ihr mir dann auch schreibt, wie das bei euch ist. Und ich finde einfach, wenn man über seine Gefühle nachdenkt, dann hat man die viel besser im Griff. Und deswegen liebe ich diese neue Rubrik so sehr. Unter dem letzten Video stand, ich soll doch mal beschreiben, wann ich Selbstzweifel habe. Das ist ein wirklich gutes Thema, Selbstzweifel. Das fällt mir echt schwer, oder das ist mir schwer gefallen, als ich darüber nachgedacht habe, das irgendwie zu fassen, weil ich finde, es gibt zwei Arten von Selbstzweifel. Es gibt einmal die Selbstzweifel von Sachen, wo man halt weiß, ey, ich kann es halt wirklich nicht. Ich könnte nie im Leben einen Autoreifen wechseln. Also ich würde mich danach nicht mehr ins Auto setzen wollen. Und so geht es mir auch mit Programmiersachen. Ich kann einfach dieses HTML-Zeug nicht. Ich kann nicht programmieren. Ich kann das Design von meinem Blog nicht ändern. Und da habe ich einfach Selbstzweifel. Und ich finde, da habe ich auch zu Recht Selbstzweifel. Und dann gibt es natürlich die Sachen, wo man weiß, eigentlich kann man es, aber weil man halt ein bisschen Angst hat und unsicher ist, denkt man sich, oh Gott, scheiße, ich kann es nie und schaffe das nie im Leben. Obwohl ich jetzt schon mindestens 30 Videos gedreht habe für Kunden, sei es für Destinationen oder Hotels, denke ich mir jedes Mal, oh mein Gott, kann ich das, schaffe ich das, kommt irgendwas Gutes bei raus. Vor allem, weil ich halt unglaublich perfektionistisch bin, obwohl das habe ich schon ganz gut in den Griff bekommen. Ich finde nämlich, wenn man selber sich denkt, hey, 90% reichen, dann ist man viel entspannter und dann wird die Arbeit automatisch 100%. Das klingt jetzt ein bisschen absurd, aber es ist wirklich so. Also das ist meine Beobachtung. Wenn ich da total versteift dahinter war, das muss gut werden, es muss super, super geil werden, dann ist es das meistens nicht geworden, weil ich total verkrampft war. Wenn ich mir aber denke, hopp, du gibst jetzt dein Bestes einfach und auch so ein bisschen an mich selber glaube, was die Selbstzweifel ja oft verhindern, dann wird es auch immer super. Also muss ich eigentlich sagen, dass wenn man mit Selbstzweifeln umgehen kann und die jetzt eigentlich total lähmen, es auch echt was Gutes sein kann, wenn man so ein bisschen kritisch mit sich selbst ist und sich dadurch anspornen kann. Also ich habe Selbstzweifel so für mich irgendwie transformiert in irgendwie einen Push, dass meine Arbeit noch besser wird. Aber das kann ich auch nur machen, weil ich eigentlich weiß, ich kann es. Gibt es ja immer die Momente, wo ich versuche, mit diesem Schauspielern ein bisschen weiterzukommen und da habe ich halt auch mega Selbstzweifel, weil ich halt auch noch nichts in der Richtung gemacht habe und kein Feedback habe und meine eigene Arbeit auch überhaupt nicht einschätzen kann. Also ich finde, bei so Sachen, die man neu anfängt, hat man viel öfter Selbstzweifel, weil man halt nicht, ich weiß noch, die ersten Jahre in meinem Modedesign-Studium ist ja auch kritisch, weil es ist halt ein Studium, wo es kein falsch und richtig gibt. Deswegen ist man immer total abhängig von dieser einen Meinung, von dem einen Professor, den man jetzt in diesem einen Kurs hat. Und am Anfang habe ich mir da negative Kommentare total zu Herzen genommen und dachte mir, Gott, ich kann gar nichts. Aber dann muss man halt sehen, hey, ich habe meinen eigenen Geschmack. Ich versuche jetzt in dem Kurs den Professor halt irgendwie glücklich zu machen und seinem Geschmack nachzugehen, weil er mir halt die Note gibt, aber trotzdem so viel Selbstvertrauen aufzubauen und auch Selbstbewusstsein, dass man sagt, hey, aber eigentlich finde ich das und das schöner und das mache ich dann oder versuche ich auch mehr durchzusetzen. Klingt es logisch, was ich hier sage? Also mit Selbstzweifel ist das halt wirklich kritisch. Es gibt halt einmal die berechtigten Selbstzweifel. Da sollte man dann auch einsehen, dass man es nicht kann und das jemandem anders überlassen. Dann gibt es die Selbstzweifel, die einen anspornen, weil eigentlich weiß man, dass man es kann, aber man ist halt total unsicher. Und solche Selbstzweifel, die lassen dann auch total viel reflektieren, sodass es dann im Endeffekt die Arbeit vielleicht sogar besser wird. Und dann gibt es die Selbstzweifel, die einen so ein bisschen verrückt machen, weil man halt gerne neue Sachen anfangen möchte, aber keine Ahnung hat und nicht weiß, ob man es kann und wie man es anfängt. Und ja, das habe ich gerade auch in dieser Phase, in der ich halt eigentlich so gerne mehr Schauspielzeug machen will. Und neulich war ich auch auf so einem Casting und habe halt überhaupt keine Ahnung, wie es gelaufen ist. Und ja, habe totale Selbstzweifel, ob das jetzt gut oder schlecht war. Aber man muss nicht alles können im Leben und jetzt möchte ich von euch wissen, wann habt ihr Selbstzweifel und wie geht ihr damit um? Ich freue mich total und wenn ihr für nächste Woche ein Gefühl habt, dass ich mal ein bisschen näher analysieren soll, bitte schreibt es in den Kommentaren und abonniert mich, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich freue mich.